Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ja mal wieder eine Rezension. Es tut mir leid, dass die jetzt momentan so geballt kommen. Das wird sich aber wieder ändern. Ich habe bald noch ein Rebuy-Unpacking, wenn mein Paket denn dann ankommt und ja noch einige andere Sachen in Planung. Aber momentan halt mehr die Rezension, weil ich halt sehr viele Bücher gelesen habe und die euch natürlich auch vorstellen möchte. Genauso wie das nächste Buch, was mir unheimlich gut gefallen hat. Das sage ich schon mal so vorweg, falls ihr das Cover schon mal gesehen habt. Es ist genauso schön wie das Cover, also es hat mich total gefesselt. Und zwar rede ich von Die Chroniken der Fae aus Papier und Asche, geschrieben von Ruth Frances Long. Es ist auch erschienen im CBT Verlag. Vielen Dank an der Stelle, den Verlag, der hat mir das nämlich zum Rezensieren zur Verfügung gestellt. Es hat mich super gefreut. Erstmal vielleicht zum Cover. Es ist einfach nur wunderschön. Also die Frau und die Engelsflügel hier, das Graffiti. Und es hat so eine große Bedeutung in dem Buch. Also damit fängt eigentlich erst alles an. Denn dazu sage ich gleich noch mehr, aber das ist einfach so super aufgegriffen. Also man hätte es eigentlich nicht besser wählen können und auch von der Gestaltung her ist es super, super schön. Das Ganze hat 448 Seiten, also gar nicht so dünn und hat mich tatsächlich als erstes an Witches of London erinnert, wo ich ein bisschen Angst hatte. Also ich dachte, oh Gott, nicht, dass es auch so zäh wird und so. Nicht so gut, weil Witches of London mochte ich ja nicht, leider. Obwohl das Cover da auch sehr schön ist, deswegen hatte ich schon so meine Bedenken. Aber die wurden aus dem Weg geräumt. Also das Buch fand ich sehr, sehr gut. Vielleicht sage ich auch erstmal kurz, worum es geht, bevor ich hier wieder in Lobeshymnen ausbreche. Denn ja, in dem Buch geht es um Izzy, eigentlich Isabel, aber sie wird von allen nur Izzy genannt. Und ja, Izzy ist ein, wie es scheint, ganz normales Mädchen. Sie befindet sich, ich weiß gar nicht mehr genau warum, auf jeden Fall durchkreuzt sie oder durch. Befindet sich auf den Straßen von Dublin, nennen wir es mal so. Und ja, befindet sich irgendwie in so einer kleinen Gasse, also sie will, glaube ich, eine Abkürzung nehmen, wie auch immer. In einer kleineren, dunkleren Gasse sieht sie ein wunderschönes Bild. Ich glaube, genau von diesem wird sie nämlich angelockt, so ein bisschen von außerhalb. Sie fühlt sich so dazu hingezogen und sieht eine wunderschöne Silhouette von einem Engel, also Engelsflügel und. Ja, irgendwie wirkt es so wie in die Wand gebrandmarkt, wie mit einem richtigen Graffiti rangesprüht. Und ja, Izzy fühlt sich dazu richtig hingezogen und ja, befindet sich dann vor diesem Engel und möchte unbedingt ein Bild machen mit ihrem Handy, was man ja heutzutage so macht. Und ja, macht gerade das Bild und wird dann von ja, einem Räuber überfallen, der ihr das Handy aus der Hand reißt und damit wegrennt. Aber Izzy, ja, wir lernen Izzy so kennen, sie lässt das nicht auf sich sitzen, denn ja, sie hat irgendwie so. Die Gabe, elektrische Geräte sehr leicht zu zerstören. Also, ihr geht alles kaputt, sei es der Toaster, sei es ein Handy, sei es was auch immer. Und deswegen kann sie nicht mit noch einem gestohlenen bzw. kaputten Handy ankommen zu Hause. Ja, sie begibt sich quasi auf Verfolgungsjagd und ja, jagt den Räuber durch halb Dublin, durch die kleinen Gassen, die dunklen Gassen, die versteckten Ecken. Der befindet sich dann in einer Sackgasse wieder mit diesem Räuber und ja, so wie es scheint, scheint er gar nicht ein ganz normaler Mensch zu sein. Er kommt ihr so ein bisschen merkwürdig vor und Izzy, ja, will auf alle Fälle ihr Handy nur wieder haben, mehr möchte sie gar nicht. Doch dieser Räuber hat anderes im Sinn, das Handy ist schon längst zerstört und er möchte irgendwas von Izzy, sie weiß aber nicht was, also er redet irgendwie komisch mit ihr und dann wird Izzy aber Hilfe zuteil, denn Jinx erscheint, ein ja sehr außergewöhnlich aussehender junger Mann, relativ schmal, schwarze Sachen, ich glaube Lederhose, Lederstiefel, sowas die Richtung, längere schwarz-blaue Haare, Piercings überall, also wie man sich so ein Grufti, Gothic, wie auch immer Menschen vorstellt. So habe ich ihn mir zumindest vorgestellt nach der Beschreibung. Und ja, er rettet Izzy eigentlich das Leben, indem er diesen Räuber aufhält. Und Izzy verschwindet aus dieser Gasse und ja, befindet sich zu Hause dann wieder. Doch irgendwie kann sie diesen geheimnisvollen Fremden nicht vergessen und befindet sich, beziehungsweise das erste Mal eigentlich befolgt sie immer die Regeln ihrer Eltern. Doch am nächsten Tag, beziehungsweise in der Nacht sogar noch, ja, schleicht sie aus dem Fenster, weil sie sich zu diesem Mann hingezogen fühlt. Und sie hat auch das Gefühl, dass sich irgendwie was verändert. Irgendwie lauern so dunkle Schatten neben ihr an der Tür im Zimmer. Und sie möchte einfach nur raus und diesen Menschen fragen, was passiert ist mit ihr und was sich verändert hat. Und ja, sie spürt irgendwie die Verbindung zu ihm und wird so zu ihm hingeleitet. Trifft auf dem Weg noch ja, ihre sehr guten Freunde, ich glaube 3 Stück waren es, einen Jungen und 2 Mädels. Und ja, der Junge, ich weiß gar nicht, wie hieß er denn nochmal? Matt oder so ein ganz
normaler Name, aber ich komme jetzt natürlich nicht drauf. Wie auch immer, die beiden hören auf einmal seltsame Musik und wir werden von dieser Musik regelrecht angezogen und landen ganz tief verwinkelt in Dublin, in ja, einem Club sozusagen, einem sehr exklusiven Club mit sehr ja, außergewöhnlichen Menschen und außergewöhnlicher Musik, weil Musik spielt in diesem Buch auch eine sehr große Rolle, was mir echt gut gefallen hat, mal zur Abwechslung. Und ja, also trifft es sich nicht anders, dass der Gitarrist dieser Band, die da gerade spielt und so richtig hypnotische Wirkung auf die Gäste hat, ja, dieser Gitarrist ist Jinx. Und ja, Izzy möchte natürlich mit ihm reden und nimmt ihn, lockt ihn von der Bühne weg und ja, dann wird ihr klar, Jinx ist kein normaler Mensch, denn er ist ein Fae, eine ja, übernatürliche Gestalt und sie ist irgendwie in einen Krieg hineingeraten, wo es nicht nur Fae gibt, sondern auch Engel und Dämonen ganz besonders und Grigori, das sind die Wächter, die so über das Gleichgewicht der Welt wachen. Und ja, Izzy ist irgendwie mit hineingeraten und kann sich gar nicht erklären, warum und was genau sie damit zu tun hat. Doch auf einmal ja, kommt alles ganz anders, denn als sie dann nach Hause kommt, nach einem etwas längeren Abend, ja, erhält sie schreckliche Nachricht. Die Nachricht möchte ich jetzt nicht erzählen, weil dann greife ich euch zu viel vorweg von der Geschichte. Aber die bringt so den Stein ins Rollen. Also Izzy ist kein normaler Mensch mehr, sie ist ja, auch Teil einer übernatürlichen Welt, so wie es scheint, denn Dublin ist nicht gleich Dublin. Diese ganzen verschworenen kleinen Gassen, die dunklen Ecken von Dublin gehören eigentlich zu Dublin, also auseinandergeschrieben, andere Schreibweise. Das ist der Teil, in dem sich die übernatürlichen, ja, Wesen tummeln und wohnen. Und ja, Izzy gehört eigentlich auch zu dieser Welt. Und wie das Ganze so zusammenhängt und was dieser geheimnisvolle Jinx damit zu tun hat, er entwickelt sich nämlich ja zu ihrem Retter und zu ihrem Anker irgendwie. Sie möchte ihm vertrauen, aber kann auch nicht so recht und fühlt sich zu ihm hingezogen, aber irgendwie auch doch nicht. Sie nimmt Distanz und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sie hat mir super gut gefallen. Ich habe jetzt schon wieder so viel erzählt, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe, wie es mir gefallen hat. Denn mir hat es super, super gut gefallen. Also es ist ein ganz toller Schreibstil, sehr locker. Ich musste unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also sehr spannend, auch mitunter geschrieben. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, in die Geschichte reinzukommen. Nicht unbedingt wegen dem Schreibstil, sondern weil es relativ viele Namen gibt, relativ viele verschiedenartige ja, Stämme oder Arten oder Wesen, wie auch immer man es nennen mag. Und die haben natürlich jeder so seinen eigenen Herrscher, der über diese bestimmte Art herrscht, oder diesen bestimmten Clan, kann man so vielleicht besser ausdrücken. Und ja, es wird dramatisch, aber sehr gut geschrieben. Also mir hat es super, super gut gefallen. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich natürlich auch nicht so viel erzählen will, obwohl das Buch so vielschichtig ist, so vielseitig. Mir hat es echt gut gefallen. Es hat von mir 4 oder 4,5 Sterne bekommen. Ich weiß es gar nicht genau. 4,5 Sterne geben wir mal, weil die Beschreibung auch von den Hierarchien so ein bisschen schwieriger war. Aber ich war gefesselt. Mir hat es echt gut gefallen. Ich kann es nicht anders sagen. Auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für euch. Wenn ihr euch noch mehr über das Buch informieren möchtet, vielleicht nochmal zum Klappentext. Der gibt halt gar nicht so viel wieder. Ich habe euch schon relativ viel gesagt, muss ich sagen. Schreibe ich euch den Link nochmal in die Infobox, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, wenn ihr möchtet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von dem Buch schon gehört habt, ob ihr es vielleicht sogar schon gelesen habt, dann auch gerne eure Meinung dazu, das interessiert mich immer sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.